Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76 mit der Fanny in der zweiten Staffel. Genau, ich bin jetzt ein bisschen zu Hause gewesen. Ich habe ein bisschen Munition hergestellt und ich habe ein paar Geschütze aufgebaut, wobei ich aber glaube, dass ich die besser auf die Veranda stellen sollte und so, ne? Ja, ich denke schon. Gut, in der letzten Folge haben wir ja gemeinsam... Guck mal, er geht tauchen. Mein Santatron. genau, in der letzten Folge haben wir ja den Befreier... Ach, scheiße. Den Befreier uns besorgt und sind dann durch ihn in das... in die Hülle gegangen. So, wartet mal, gesamten Schrott lagern. Ja. So, oh Gott, ich muss auch noch die Rose-Quest machen, ne? Mit den Karma-Pfeilen rumschießen. Da verkraule ich mich ganz schön. Aber wir gehen jetzt zuerst nach Foundation, denn dort wartet Jen auf uns. Schnellreise. Und zwar in den Innenbereich. Jetzt habe ich gerade überlegt, wo sie sein könnte, aber ich denke im Innenbereich. Ich habe ihn aber mit SB eingestellt hier, ne, an dem Terminal. Also, SB. Ach, ich weiß nicht genau, irgendwie sowas. Aber Schrauben hat er mir bisher noch nicht gebracht. So, wir müssen runter. Dann gehen wir mal runter. Da, genau. Hi, Mädels. Jen? Ach, da ist sie. Ich hab mich schon gewundert. Hi. Danke, dass du mir vorhin Zeit gegeben hast. Gerne. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer werden würde. Ich hatte tatsächlich ihr Gesicht vergessen. Ich will sie neben meinem Vater begraben, okay, wenn alles vorbei ist. Es fühlt sich aber seltsam an, Foundation zu verlassen. Die Leute hier, vor allem Paige, waren für mich wie eine zweite Familie. Stimmt, wir haben ja ihre Mutter umgebracht, ne? Was heißt wir? Ich war's. Oh mein Gott. Tut mir leid, dass es so enden musste. Tu, was du für richtig hältst. Alle werden es verstehen. Tu, was sich richtig anfühlt. Hast du die Spionagetechnologie? Sehr schön. Können wir jetzt über die Mission reden? Du vergeudest meine Zeit. Boah, so böse bin ich nicht. Ich nehme mal das Erste, ne? Ich bin immer sehr emotional veranlagt, ne? Und ich bin ja auch immer eine nette Fanny. Also von daher, tut mir leid, dass es so enden musste. Tu, was du für richtig hältst. Alle werden es verstehen. Danke. Schön zu hören. Ich habe mich noch nicht entschieden, aber du sollst wissen, dass ich dir mit dem Vault helfe. Was auch passiert. Ach, cool. Danke. Sehr schön. So, jetzt muss ich mit Paige reden. Paige? Du alte Socke. Komm mal her hier. Komm mal her. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Paige? Jen und Penny arbeiten an dieser Tarntechnologie. Wir sollten wohl langsam über die Lasergeschütze reden, oder? Oh ja. Die Baupläne listen nicht gerade die Spezifikation auf, aber es gibt unzählige Installationsports und sehr viel Platz. Penny nennt das den Sensenmann-Korridor. Okay. Ich musste einige Spezialisten aufsuchen, die uns schon seit The Pit beschatten. Sie sind bereit für ein Treffen, wollen aber zuerst mit dir reden. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wer sind die? Warum wollen sie mit mir reden? Keine Ahnung. Es geht um irgendwelche Missionsprotokolle. Sehen für mich wie Ex-Militärs aus, aber ich habe ihre Akten nicht überprüft. Sei vorsichtig. Darum habe ich das sagen, du machst nie den Sack zu, Paige. Okay, wir können jede Hilfe gebrauchen. Gut, aber du solltest wissen, dass diese Leute eigen sind, wenn es darum geht, Kontakt aufzunehmen. Sie machen das alles über diese Signale. Ich markiere einen Punkt auf der Karte. Geh dorthin und schwenke dort die Flagge. Das alte Sternenbanner. So wissen sie, dass du es bist. Sie werden dir dann sagen, was du zu tun hast. Hoffentlich funktioniert das. Wir sind nah dran. Ich sollte dich mitschleppen, damit unterwegs die Nationalhymne singen kannst. Du würdest meine wohlklingende Stimme nicht ertragen. Geh! Hätte ja klappen können. Mann.
So, wir sind noch ein bisschen gestiegen. Ruf ist gestiegen. Sehr schön. Unsichtbare Bande haben wir jetzt abgeschlossen. Bauplan, Chinesen. Oh, ich habe den Bauplan! Wie geht's denn? Gut, gut. Gut. Und dir? Wie geht's so? Ja, sehr gut. Und dir? Die Blutadler sind ein gefährlicher Ableger der Raider. Die vertragen sich nicht mit der Gruppe in Crater. Ja. Ich verstehe. So, ich soll die Flagge hissen gehen, aber erstmal Baupläne lernen, weil ich habe jetzt den Tarnanzug. Das Einzige, was ich nicht habe, ist, irgendwie komme ich hier mit meiner Maus nicht zurecht. Muss ich mal eine neue kaufen. Das sage ich schon seit Ewigkeiten. Notizen. So, Tarnrüstung. Baupläne. Wo seid ihr? Da. Ja, Mann. In Foundation leistet jeder seinen Beitrag. Und ich habe Jens Notiz gekriegt, ne? Wartet mal. Vielleicht sehe ich die jetzt hier. Einen Moment. Irgendwie hieß sie doch... Draußen ist es viel zu nass. Achso, eigentlich hätte ich, glaube ich, Notiz. Wartet mal. Notiz von Jen oder... Ja, hier. Hey, ich habe einen Bauplan für einen chinesischen Standard-Tarnanzug gefunden und dachte mir, dass du den gebrauchen könntest. Er ist zwar nicht so fortschrittlich von der experimentelle Anzug, den ich benutzt habe, bringt aber trotzdem. Schön. Dankeschön, Jen. Vielen Dank. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Sprich mit Meg über das Bergwerk Monogar. Sprich mit Ward. Sind das diese Tagesquesten? Ich glaube, ne? Ja, pass mal auf. Wir gehen mal so raus. Ich glaube, Ward war auf jeden Fall irgendwie eine Nebenquest, ne? Oder eine tägliche Quest. Oh ja. Ach, im Übrigen, ich danke euch nochmal sehr für eure ganzen Tipps und Tricks und Kommentare. Ja, ich weiß, ich kann die handgefertigte Level 35 bauen, aber... Wartet mal, wo ist denn der? Aber ich habe keine Schrauben, meine Lieben. Ihr wisst ja, ich habe so einen Schraubenmangel. Hier, sprich, genau, ist eine wichtige Ausrüstung. Wo ist er denn? Ich habe solchen Muskelkater. Der Aufbau ist ein Knochen. Der ist unten, ne? Ah, ich hab Tatos so sein. Ich war ein Pflegeleicht. Aber so, ich hätte gern mal abwechseln. Endlich hat jemand den Mumm, uns zu helfen. Unser tragbares Energiemodul ist unersetzlich. Wenn du das zurückbringst, sind wir dir so dankbar, dass wir dich bezahlen. Klar, das klingt gut. Ausgezeichnet. Zum Glück statten wir solche empfindlichen Sachen mit Tracking-Sendern aus. Oh Gott. Ich kann dir den ungefähren Ort nennen, aber die genaue Position erhältst du erst, wenn du näher dran bist. Okay. Je schneller du die Ausrüstung besorgst, desto besser. Ja, ist ja in Ordnung. Alles klar. Gut, dann gehe ich jetzt wieder auf die Hauptquest. Achso, wartet mal. Die tägliche mache ich mal eben weg, ja. Wichtige Ausrüstung. Alles klärchen. So. Weil sonst komme ich nämlich durcheinander. Genau, ich kann die Handgefertigte nicht machen, weil... Räumungsbescheid. Weil ich eben keine Schrauben habe. Aber mir ist es halt bewusst, ne? So. Nein. Wo hat er denn jetzt die Markierung gesetzt? Hier oben, ne? Ach du Scheiße, von da oben? Ich hab Plünderung koordiniert. Es gibt eine Menge Zeug da draußen. Wir müssen es uns nur schnappen, bevor es anhört.
Boah, ich habe doch hier gar keinen Schnellreisepunkt. Ja, hier ist immer die Hölle los. Schmugglerhütte. Außenposten. Oh Gott, ich habe doch hier oben nichts. Scheiße. Na gut, okay, pass mal auf, dann Ritoga. Obwohl, hier ist ja auch die Hölle los, ne? Das war doch auch hier. Aber vielleicht können wir ja auch mal 12 Kronkorken. Wartet. Toll. Vielleicht immerhin können wir ja auch gleich mal irgendwie die Notiz lesen, wenn ich nicht irgendwo rein muss. Säubere das Dach, liest die Notiz. Ich vermute mal. Ach komm, das machen wir ein andermal, ja. Wie gesagt, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu heavy hier. So, was habe ich denn jetzt eigentlich an Kleidung an? Weil ihr ein bisschen mit mir geschimpft hattet wegen dem Chemikalienanzug. Ja, aber ich bin ganz normal ausgerüstet. Genau. Super. Na gut, dann lass uns mal losgehen. Identifizierter Eindringling entdeckt. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch gar nichts von euch. Oh Gott. So. Ich habe jetzt auch mal ballistische Faser auch mal angepinnt, also mit einer Lupe versehen. Wenn ich denn irgendwas sehe, dann nehme ich es natürlich mit. Plünderer. Mach die sauber, repariere das. Es hört nie auf. Hi. Hast du es nicht gehört? Die Leute sagen, hier gibt's überall Gold. Echt? Ich werde hier auf eine Goldgrube stoßen. Okay, wenn du meinst. Hier ist wieder unten Ghoul mit einem Rucksack. Ich höre dich. So, dann schauen wir mal. Tod von oben. Ich hoffe nicht bei mir in der Nähe. Oh, ich laufe gerade drüber hinweg. Ey, cool, dann kann ich es ja bestimmt. Dann kann ich es ja bestimmt sehen. Naja, ihr macht es schon. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Oh, das will ich mir eigentlich gerne angucken. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Sehr gern. Ich bleib hier. Bin ja nicht verrückt. Warte mal. Ist hier nicht auch noch was Schönes? Ah, entdeckt. Cool. So, ich muss mal ein bisschen die Uhrzeit hier im Auge behalten. In 2 Minuten fällt die Atombombe. Ach du Scheiße, was bist du denn? Also ja. Ja. Der hat mich. Ach.
Boah, hab ich das etwa gemacht? Oh, schwarzes Titan. Ja, komm. Ich habe auch immer ein Talent, an Bergbänken vorbeizulaufen. So, in 50 Sekunden könnte ich eventuell was sehen. Oh, Tischventilator. Klebe ist auch gut. Fieberglas weiß ich nicht. Nehme ich mal sicherheitshalber mit. Heilmittel auch in Ordnung. Oh, das auch nochmal Klebeband. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nee. So, ich muss in die Richtung gucken. Es geht gleich los, Leute. Komm, Waffe weg, Fanny. Vielleicht sehen wir was. Nein! Oh, cool. Mach Fotomodus an. Schön. Das will ich auch irgendwann mal machen. Ach schön, so nah war ich noch nie dran. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch hier wieder was entdeckt. Thunder Mountain Umspannwerk TM02. Quest abgeschlossen, aber ich krieg nichts. Ich war ja nicht dabei. Schrotthaufen sammeln. So. Kristalle, Emalie-Eimer. Ja, ist ja schön. Habe ich auch noch Schrauben bekommen? Ah, hier sind irgendwelche Frösche. Ich dachte gerade, da liegen Melonen. Au! Was willst du denn von mir? Ah, bin ich jetzt irgendwie krank? Ich hab's jetzt nicht mitbekommen. Effekte. Holzrippchen. Nein. Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ach ja, die Atombombe hat mir gefallen. Aber nur im Spiel natürlich, ne? In echt will ich das gar nicht sehen. Da hätte ich ein bisschen Angst. So, hier sind doch Brandbestien, oder? Ganz viele immer. Das ist doch hier das Gebiet. Au, scheiße. Jetzt bin ich hier reingefallen. Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Ich komme hier nicht raus. Kann ich das hier nicht? Nee. Das wird doch hier wieder zu gefährlich für mich, ey. Also. Mega gefährlich.
Da sind ganz viele Supermutanten auf jeden Fall drin. Wow! Der hat ein Raketendingens. Ah. Oh mein Gott. Okay. Ja, so viel dazu, aber ich habe ja die. Aber ich habe ja die Schmugglerhütte in der Nähe, Gott sei Dank. Alter Schwede. So, wo ist denn mein Tod? Ist mir gar nicht angezeigt, oder? Wartet mal. Doch, mein Tod wird mir angezeigt, aber ich laufe genau in die falsche Richtung. Ach, da wird mein Tod angezeigt. Alles klar. Oh je, oh je, oh je. Scheiße, ich weiß. Das ist die Höhle, wo ich so eine geile legendäre Waffe bekommen habe. Und den Ausputzer. Nee, Quatsch, die handgefertigte. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ach Scheiße, ich bin von da hinten gekommen. Nee, wartet mal. Doch. Sie erfassen. Sie haben Cram, Hundefutter und einen 30 Jahre alten Hotdog. Ich hätte gern meine Tüte. Ganz schön gefährlich, die Gegend hier. Scheiße, wo ist denn bloß meine Tüte? Boah. Das ist ja übel da hinten. Hatte ich denn wichtige Sachen dabei? Ich glaube eher nicht. Irgendwo hier bin ich doch krepiert. Aber ich glaube. Ach, wisst ihr was? Eigentlich ist es auch völlig Latte Macchiato. Wir gehen mal lieber. Ich fühle mich der Sache noch nicht gewachsen hier. Scheiße, warum muss ich denn da lang? Das ist nicht fair. Ganz schön konzentriert ich bin. Ah, ich komme irgendwann wieder, meine Leute, meine Freunde da hinten. Dann mache ich euch alle kalt. Ich schleiche mal lieber ein bisschen. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwie eine Farm. Ach, hier ist die Farm, ja.
Da lief da die ganze Zeit neben mir her. So, ich hab's jetzt nur gemacht, damit das Piepen aufhört. So nett bin ich. Oh, ganz schön konzentriert ich bin. Es tut mir leid. Aber ich muss ja eine Flagge hissen. Ah, diese coolen, ne? Diese Kram sind echt übel. Aber wenn man gegen Brandbestien kämpft, dann sind die, glaube ich, ganz hilfreich. Ich komme der Sache immer näher. Ihr habt mir ja auch geschrieben, dass der Ausputzer und die Handgefertigte sich nicht viel nehmen. So ist es auch, denke ich, aber es spielt für mich keine Rolle, wisst ihr? Ich wollte beide haben. Das ist hier voll Brandbestien-Gegend. Ganz übel. Was, Verfluchte? Verseuchte wahrscheinlich, ne? Nicht verflucht. Verflucht doch mal. Ja, ist aber erstaunlich ruhig. Ich sage es mal lieber nicht zu... verseuchte Cranberries. Die sind nicht gut. Guck mal, die spucken jetzt da was aus. So, da muss ich hin. Okay. Ich habe das leider nicht mehr so in Erinnerung. Überleg mal, schon über 3 Jahre her, als ich das letzte Mal spielte. Oh Gott. Nicht schon wieder Floaters. Aber noch sind sie alle unter der Erde. Das kann also sein, dass ich tatsächlich da irgendwie lebend hinkomme. Ja, wobei da ist, glaube ich, einer. Nee, das sind die Verbrannten. Oh, hier gibt es ganz viel. Ja, guck mal, wie viel Ernte es hier gibt, ne? Wow. Ich glaube, das war alles Mais. Okay, wir müssen hier hin, alles klar. Das Morsgefährge hier beim Anzeichen von Gipting gibt eine Gasmaske an. Okay. Oh, scheiße. Ja, mach ich. Gott sei Dank habe ich was bei. Kleidung. Ach so. Mal, reicht es nicht, wenn ich einfach nur die Gasmaske aufsetze? Ich probiere es mal. Beziehungsweise... Ach du Scheiße. Ich muss irgendwie versuchen, außen rum zu kommen. Da ist eine Engstelle, glaube ich. Oh nein, ist er nicht.
Okay, okay. Alles gut. Scheint Regen zu geben. Wow. Ja, hi. Hey. Hey. Bist du auf der Suche nach Schätzen? Immer. Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Oh, schön. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Karte lesen soll. Willst du sie haben? Gerne. Nehme ich. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Viel Spaß beim Graben. Cranberry Bock-Schatzkarte nur 3 hinzugefügt. Junge, hier sind Goldadern. Goldadern. Hast du es nicht gehört? Die Leute sagen, hier gibt's überall Gold. Ja, ich stand gerade da. Entschuldigt, meine Stimme war gerade wieder weg. Mann, Mann, Mann. Was ich auch am Tag immer reden muss. Was ist denn da? Ich bin einfach viel zu neugierig. Erstmal so ein bisschen was ausprobieren, wisst ihr, damit ich hier nicht irgendwie... Irgendwie kommt mir das hier ein bisschen verdächtig vor. Ja, Mann. Okay. Ein Plünderer schläft hier. Ja, oh Gott. Nein. Autsch. Scheiße. Nein, immer noch nicht. Auch noch nicht. Nein. Jetzt, Gott sei Dank. Ah, Metallrüstung. Antiker Globus auf jeden Fall. Das andere kannst du behalten, mein Freund. Sollten wir den wecken? Guten Morgen. Oh, ich hab Durst. Ich trinke gleich was. Hi. Strohdoof, der Typ. Die leuchten so schön. Okay. Gut, ich habe ja Aquagirl ausgerüstet. Vielleicht liegt das daran, dass ich jetzt hier keine Strahlung oder irgendwas kriege, ne? Was ist das denn da? Ach so, das ist nur... Das hat so geleuchtet. Hirnpilz. Dass sie keine Todeskralle ist, ne? Das wäre doch eigentlich absolut das Gebiet für sie. Für mich ist eine Todeskralle weiblich. Wie weit habe ich es denn noch? Bin ich mal bald angekommen? Oh, ist aber noch eine ganz schöne Strecke, ne? Und ich bin an 1000 Sachen vorbeigelaufen. Aber egal. Hauptsache, ich habe es bis hierher geschafft. Da ist eine Straße, ne? Schön. Ja, das ist hier nicht so düster, würde ich mich auch hier niederlassen. Hat irgendwie was. So, hier ist ein Weg. Ich bin versteckt natürlich. Ah, an das hier kann ich mich irgendwie erinnern. Glaube ich. Ist das hier nicht eine Raider? Oder Fanatiker oder sowas? Ich glaube, da muss ich runter in den Keller irgendwie. Oder war das das hier? Nee, das war es hier gar nicht. Dann heißt sie da verwechselt. Gutshof Deppni.
Oh, da ist ein Zettel. Lieber Tucker. Oh Gott. Schau was. Ah, wo sind die jetzt bloß wieder hingeflogen? Ach, hier. Dankeschön. So, nochmal. Lieber Tucker, für den Fall, dass du hier nach uns suchst, wir sind nach Harper's Ferry gegangen. Wir dachten, wir könnten uns hier etwas aufbauen, weil das Land immer noch fruchtbar war und du weißt, wie sehr deine Mutter das Einmachen liebte oder liebt. Aber es ist einfach nicht mehr sicher. Von Norden her zog eine Art Nebel auf und danach wachsen überall diese Ranken und die Tiere veränderten sich. Wir haben es trotzdem weiter versucht, aber als sich die Ranken dann auch ins Haus bohrten, mussten wir einfach hier weg. Wir hoffen, dass du in Sicherheit bist, mein Sohn. Und falls du diese Nachricht findest, dann komm nach Harper's Ferry. In Zeiten wie diesen sind wir nur gemeinsam stark, dein Paps. Ah ja, diese Ranken. So, ich mach euch den mal Licht an. Schöne kleine Bude, ne? Aber hier ist nichts zu holen. Gar nichts. Jetzt komme ich hier nie wieder raus. Ach du Scheiße. Doch. Gott sei Dank. Okay. Coole Vogelscheuche. Ich hätte gern auch noch davon ein Bild, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich muss mal ein bisschen Bilder machen. So. Verdammt, das war aber eigentlich auch nicht schön. Moment, entschuldigt. Weil ich geduckt war, ne? Genau. So, jetzt wird ein Schuh draus. Okay, perfekt. Oh, hier ist Kupfer, ne? Woods of Depney. Ja, das muss ich mir mal merken. Aha, Befreier. Ich höre Befreier. Auf jeden Fall kann man die hier einnehmen. So. Lose Schrauben, meine Lieben. Oh mein Gott. Und ein Bauplan, aber kenne ich schon. Schade. Ihr wisst ja, ich liebe es, Baupläne zu finden. Aber wer nicht? So, hier kann ich schlafen, aber mir auch eine Krankheit zuziehen. Ah, ich bin nicht hoch genug. Teddybär. Wie kann man denn eigentlich diese Sachen drapieren in der Base? Ich habe das immer noch nicht herausgefunden. Das klingt hier wie ein Befreier. Mr. Handy, Treibstoff. Landarbeiterkleidung. Kleines versiegeltes Glasgefäß, ja. Oh, das ging flott. Denn das nochmal? Buch. Oh Gott. Oh nein. Sehr gut.
Ich dachte schon, ich hänge jetzt hier fest. Ach, das ist, ja, das ist dieses Geräusch. Ja, 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 alles klar. Gut, wir müssen aber weiter. Huch. Gott, die Folge ist schon wieder völlig, völlig am Ende. Meine Lieben, ich sag dann, wir machen am besten in der nächsten Folge weiter. Genau hier an dieser Stelle. Ich hänge die gleich hier hinten dran. Ihr seht die aber erst einen Tag später natürlich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sind einmal gestorben. Ganz in Ordnung. Und wir machen uns jetzt auf den Weg immer noch die Flagge zu hissen, ja, an der angegebenen Stelle eben. Und da laufen wir jetzt halt auch noch weiterhin. Macht es gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.